Das ist Dr. Koks. Skrups Star hat sich ganz schön verändert. Wie die Zeit vergeht. Vor 17 Jahren erschien die Pilotfolge der witzigen Krankenhaus-Soap Skrups, die sich um Zach Braff, 43, in der Hauptrolle des Dr. John Dorian bei dessen beschwerlichem Weg als junger Arzt dreht. Dabei machte Oberarzt Dr. Perry Koks ihm so richtig das Leben schwer. Die Fans erinnern sich bestimmt noch an das fiese Grinsen. Doch der Darsteller sieht mittlerweile ganz anders aus. Auf aktuellen Bildern fällt auf, dass 58 schon ein wenig gealtert ist. Kein Wunder, inzwischen ist der Schauspieler beinahe 60. Zu Beginn der Dreharbeiten war der gebürtige New Yorker erst 42 Jahre alt. Jons berühmte Locken sind einer ergrauten Mähne gewichen und auch die eine oder andere Falte ziert nun sein Gesicht. Sein berühmtes Lächeln ist aber geblieben und lässt seine damalige Rolle somit noch gut erahnen. Auch Co-Star ist heute natürlich keine 20 mehr. Mittlerweile hat der Schauspieler ebenfalls erste graue Haare und Fältchen bekommen. Aktuell soll der 43-Jährige einen Skrups-Film planen. Ob er oder John auch wieder mitspielen werden, ist aber noch nicht bekannt.